Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlaws mit dem Olli, der steht da hinten. Ja. Und unsere Pferde leben noch. Ja, und das ist doch schon mal sehr beide schön. Beide theoretisch angebunden, zu sehen ist es nicht. Ich mache als erstes mal die Betten. Ja, das war dir ein Bedürfnis, ne? Genau. 3. Wenn ich jetzt. Wo war denn das noch? Hier war das. Was brauche ich dafür? Nee. So. Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Irgendwas stimmt hier bei mir nicht. Nee. Wenn ich jetzt von hinten so. Ich kann das nicht mehr bewegen hier, ne? Meine Maus geht nicht. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Vielleicht sollten wir nochmal neu anfangen. Nö, das nicht. Ich werde mal hier. Ich mache das ruhig auch in der Aufnahme. Ich habe ja bei mir vorhin. Das ist alles wie gehabt. Nochmal. Ich habe ja immer das Problem, dass ich meine Maus runterstellen muss. Aber die ist auch runtergestellt. Hä? Also, ich zeige drauf. So, drücke E. Ah, jetzt kann ich mich... Ah, guck mal, hier ist Delete. Geht er wieder? Ja, aber ich kann ihm kein Wasser geben. Wieso nicht? So, ein paar Planken machen. Und dann habe ich gleich für die Betten alles beiseite. Name, ach, Geworte, man sollte auch die richtigen. Hä? Naja, okay. Bei dir genau das gleiche. Geworte, also wir haben Hotte und Hü und die haben jetzt beide genug zu essen und zu trinken. Sehr schön. Dann nehme ich den Eimer hier mal wieder raus. So, du wolltest Betten bauen? Ja, ja, da bin ich gerade bei. Also das ist, jetzt brauche ich nur noch ein paar Planken machen und dann müsste ich eigentlich alles haben. Dieses Hanf braucht man übrigens, um Segeltuch zu machen. Ja, siehst du. Und ich sehe da hinten schon wieder Eisensteine. Die werde ich mir jetzt mal gleich einverleiben. Zerkloppen, genau. Ist zwar in Richtung der Banditen. Hast du schon herausgefunden, welche Werkbank für Gunpowder ist? Nee, noch nicht. Das wäre ja noch mal interessant zu wissen. Ja. Oh, der Discord ist ja wieder sehr nett. Oh, der braucht ja reichlich Planken. Okay, da muss ich noch ein bisschen mehr. Ich hab doch welche reingeschmissen. 17 Stück. Ja, ja, die sind eh schon alle verbraucht. Ich muss noch 17. Okay. Ich laufe hier durch die Gegend, anstatt mit dem Pferd zu reiten, ne? Ich werde mich mal mit dem Pferd auf Reisen begeben. Okay, ich brauche noch ein bisschen Holz. Mal ein bisschen Fiber besorgen. Fiber hat, Holz hatte ich glaube ich in die Kiste gelegt dort, ne? Ich guck gerade. Nö. Hä? Da sind Steine ohne Ende drin. Ach, Steine war das. Boah. Okay, warte mal, ich guck mal. Ich habe noch einige Stacks Holz, wenn du möchtest. Ja, dann schmeiß mal in die Truhe, dann kann ich das... kann ich dann gleich noch die Planken... Boah, das... Also, die Performance ist tatsächlich unterirdisch, ne? Bei mir jetzt, ne? Sofern ich dem Haus näher komme, ne? Die Performance... Ja, das ist kein 10, das ist weniger als 10, glaub's mir. Hier. Ich habe dir jetzt 5 Stacks reingemacht, ne? Sollte fürs Erste reichen. Okay. Oh Gott, ich muss hier weg. Ja. Ich muss hier echt weg. So. Wie war das jetzt? Ich muss E drücken.
Irgendwie ist das gar nicht mehr angebunden, kann das sein? Das ist gar nicht mehr angebunden. Hä? Das Pferd, oder? Ja. Muss ich das verstehen? Nee, ne? So, auf geht's, mein kleines Hottehü. Mutti braucht Eisen. Gucken. Also ich finde die Performance heute Nachmittag, wo wir die ersten beiden Folgen aufgenommen haben, echt besser, ne? Ich freue mich schon, wenn wir endlich Betten haben. Ja, ja, ich habe doch noch nicht alles. Ich brauche noch ein bisschen Hand. Seile muss ich noch machen. Da ist genug Dings drin, ne? Fiber. Ja, ah, ich weiß, ich habe alles. Das ist kein Thema. Aber machen muss das noch. Aber machen muss ich es noch. So, auf geht's. Oh, die dicken Bäume müsste ich ja hier eigentlich mal mitnehmen, ne? Ich weiß nicht, wie lange meine Axt noch durchhält. Probieren geht über Studieren. Weil die geben ja richtig fett Holz. Du wirst ja merken, wenn die kaputt ist. Die geben richtig fett Holz, die dicken Bäume. Na, Axt kaputt. So, ein Bett habe ich. Dann werde ich mir jetzt noch mal eine Steinaxt machen. Siegeltuch brauche ich noch. Dann nehmen wir eben jetzt. Ich habe ja eine Eisenaxt gehabt, aber dann müsste ich jetzt noch mal nach Hause kommen und dazu bin ich nicht motiviert. Ja. So. Zweite Bett ist fertig gleich in 10. Oh. Ich bin sehr begeistert von dir. Ich weiß. So. Dann. Die stelle ich mal rüber in das andere Haus, ne? Ja, ja, also stell einfach in der Mitte. Die kann man ja mit Sicherheit auch moven, oder nicht? Ja, ich werde mal sehen. Also ich treibe mich jetzt in dem Gebiet der Banditen rum. Will mal gucken, ob wir tatsächlich irgendwo ein Lager haben, dass die sich hier mehr verirren. Vielleicht ist hier wirklich was hinterm Hügel oder so, aber hier ist noch Eisen. Momentan sehe ich zumindest keine. So, jetzt haben wir die Betten aufgestellt. Dann kannst du das ja schon mal ausprobieren. Na, hier ist aber weit und breit kein Lager zu sehen. Irgendwie... Ja, steht da ein Bett, aber ich kann damit nichts machen. Auch nicht auf E. Hm, das ist schon merkwürdig. Was? Wie geht denn das? Absteigen oder nicht? Ah, okay, das macht er. Einmal E drücken, dann setzt er das als Spawn Location. Ich glaube, ich hau hier ab. Der Büffel ist mir zu. Der hat mich auf den Kicker gehabt. Das war mir jetzt zu gefährlich. Was ist da hinten? Also reinlegen kann man sich da lustigerweise gar nicht. Man kann die nur als Spawnpunkt setzen.
Ja, das reicht doch aber schon. Das ist für unsere Zwecke mehr als gut. Vielleicht kann man da auch die Nacht überbrücken. Ja, irgendwie. Vielleicht muss das erst wieder dunkel sein. Ne? Das, das ist natürlich möglich. Ja, gut, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Dann hast du jetzt einen Spawnpunkt, ich noch nicht. Ja. So, dann wollen wir noch mal gucken, mit welcher Werkbank wir Gunpowder und so ein Krempel hier schnell, ne? Ja, wird ja interessant nachher zu wissen, wie wir, wenn wir richtige Kanonen haben, ne? Da unten sind die Banditen. Die laufen hier hinten lang, ich sehe sie. Die sind auf Jagd. Okay, da ist auch noch einer. Der eine, der kommt von unserer Seite. Der war bei uns. Glaube ich. Okay. Also langsam müssen wir uns tatsächlich da ein bisschen mal Türen und so weiter, ne? Sind das Eisensteine. Auf jeden Fall laufen hier Pferde rum. Nicht gerade wenige. Ich habe einige gesehen schon. Ach ja, wie lange hält meine Spitzhacke noch? Weiß ich nicht. Mal gucken. Und du wolltest mir auch noch Schuhe machen, ne? So, also wir brauchen eine Chemistry Bench und einen Grinder, so wie ich das sehe. Kriegst du hin? Ja, ich glaube schon. Mal gucken, was ich da noch alles für brauche. Ein paar Schuhe kann ich dir, muss ich mal gucken, ob ich die jetzt noch... Habe ich denn noch genug Leder? Und du wolltest so viel machen, Sattel und sowas. So, also ein paar Schuhe habe ich gemacht, die sind da in der entsprechenden Bench dann drin. Und dann gucke ich hier nochmal, was ich noch brauche. Also ich muss auf jeden Fall diesen Grinder machen. Damit fange ich mal an. 20 Planks brauche ich dafür noch. Oh, ich habe 200 noch was Iron Ore, aber damit komme ich hier wie auch nicht so wirklich weit, ne? Machen wir das alles mal im Schnellverfahren. Oh, wie elegant sie mir von dem Pferd absteigt. Und mein Magen knurrt auch. Ich gehe noch ein bisschen Holz sammeln. Mach das. Du hast kein Holz mehr. Na, sowas. Ich habe dir doch nur 500 Holz gegeben. Verhämmert. Ja. Mhm. 5? Ich dachte, du hast nur ein Stack reingetan. 5 Stacks. Okay. 5 Stacks habe ich reingetan. Okay, ja, dann bräuchte ich das ja theoretisch nicht. Na, wenn man nicht direkt davor steht, dann geht das nicht, oder was? So.
Ja, mein Großer, wir gehen nach Hause. Auf geht's. Wir haben Fuchs, warte mal, 4. Kojote. Hm. Entschuldigung, war kein Fuchs, war ein Kojote. Ja. Hast du den Quieken gehört? Macht, glaube ich, keinen so großen Unterschied. Ein Rawhide. Bist du ohne Pferd unterwegs? Ja. Es geht doch mit Pferd viel schneller. So, die letzten Planken, dann kann ich den Rhino. So, 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 so. Boah. Die Fackeln, ne? Alter, gehen die auf die Performance. Ja. Dass man aber die dafür ist hell. Dass man die auch nicht schalten kann, ne? Ich schieb hier Hunger, das ist doch Schwachsinn. So, dann habe ich jetzt den Grinder. Mal gucken, ob ich den hier, soll ich den hier unten noch hinstellen? Ja, hier wäre ja auch noch Platz. Da, ne? Ist noch Platz, denke ich mal. Was denn? Der ist groß. Ach so, dann stell dir eine höher. Ja, glaube ich, ist auch besser. Habe ich nochmal Spoilzeug? Nein. Ach, jetzt weiß ich, was ich da wollte an der Kiste. Also Bewegung ist hier ja quasi null, ne? In dem Haus ist Bewegung quasi null. So, der Grinder ist fertig. Damit kann ich was machen? Sand. Sulfur, Kohle und Salz. Das kann ich alles da mit zu entsprechendem Staub verarbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass man das braucht. Na hier, für Waffen und so mal gucken. Jetzt werde ich diese andere Bench machen, diese Chemistry Bench. Die werden wir wohl auch brauchen. Okay. So. Bisschen Glas. Können wir schon Glas machen? Ich wüsste nicht, wo draus. Okay, dann wäre das jetzt so das nächste, was wir rauskriegen würden. Ja. Du bist ja hier immer unser Experte, ne? Vielleicht auch hier an dieser Schmelze hier oder was? Rick, Silberbar. Ja, da auf jeden Fall schon mal nicht. Ich hatte noch so ein Teil gehabt auf der Singleplayer, wo man so Steine. Warte, oh, das ist das auch da, wo du bist dran, glaube ich. Ach, sie räuspert sich schon wieder. Das ist wahrscheinlich die, die Stoneforge hast du ja hier, ne? Ja, nee, das ist es also nicht. Stoneforge ist es nicht. Crafting Station used to make horseshoes and glass models. Oh. Hast gefunden. Ja, achso, haben wir noch Iron Ore? Iron Ore? Ja, in der Kiste ist noch welches. Ich weiß nicht, wie viel du brauchst, aber. Ich auch gerade nicht, aber ich nehme mal erstmal was. Mhm.
Also. 100 mal das. Das bringt nichts. Ich habe noch ein paar Planken angeschmissen. Ja. Oh, ich muss hier raus aus dem Haus. Ne? Das ist eine Katastrophe. Stone. Iron Ore. Ah, da. Ja, vielleicht sollten wir das mit den Fackeln wirklich machen, dass wir die abmachen und nur Handfackeln benutzen. Wenn es Nacht ist. Weil die Performance ist katastrophal, da habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Gar nicht so schlimm hier, komischerweise. Aber du spielst auf Medium, ne? Ja. Ich spiele auf High. Sollte ich vielleicht runterstellen, hä? Das wäre nochmal eine Idee, ja, dass du da nicht allzu schlimm das hast hier, ne? So, dann wollen wir nochmal gucken, ob ich jetzt hier diesen Amboss hier machen kann. Ja, so. Kann ich, super. Muss ich apply, ne? Ja. Dauert 13 Sekunden. Weil ich das ruckel, das geht gar nicht, ne? Ich kann mich in dem Haus nicht bewegen, okay. Ne? Das ist ja schlimmer wie im 10 FPS Haus. Geht gar nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Wir sind übrigens 21. Ja. Ja, besser schon, aber grenzwertig, ne? So, dann können wir den hier zum Beispiel hinstellen. Wie sieht's aus? So. 12 sind schon. Ah, ja. Das Fenster, zack. Man kann die ja dann nachher auch Bricks machen. Stone Bricks. Und damit kann man wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie besondere Sachen bauen, so. Also ich hab jetzt, das ist jetzt echt, ich musste jetzt erstmal einen Amboss bauen und mit dem Amboss kann ich ein Gerät bauen, mit dem ich dann am Ende Glas machen kann. Ist das nicht toll? Ja, aber ich denke mal, du brauchst auch noch was, um für die Pferde Dings zu machen, ne? Bums, Dings. Also. Na, Schuhe. Du nichts wissen. Nein. Na. Okay, den scheint man irgendwie nur im Inventar haben zu müssen, oder was? Weil platzieren kann ich den nicht. Ach so, ich wollte ja noch mein, wo ich gerade das Bett sehe, ich wollte ja noch gerade mal mein Dingspoint machen. Ah. Point. Welches Bett hast du denn? Wenn du davor stehst und auf die Wand guckst, das rechte. Hä? Ich glaube, da stand irgendwas mit Spawn Point. Ich hoffe, dass das... Ja, das steht da nur ganz kurz. Ach so. Ja, dann ist das so. Es wird schon wieder düster. Also das mit dem Glas machen habe ich noch nicht wirklich rausgekriegt. Ich habe neues Level. Die Scheiße jetzt in einem Dings drin. Boah. Das ist ein Schwimmeffekt hier vom Allerfeinsten. So. Das ist ein Schwimmeffekt. So, Wand.
Band. Band. Aus das Haus auch drüben weiter, oder? Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen was gemacht, ja. Ich habe ja nicht umsonst die ganze Zeit Eisenohr gefarmt. Das sollte ja schon zu was Nütze sein, ne? Ja. Hast Planken gefunden? Planken gefunden? Ja. Nö, nee, mein E geht schon wieder. E ist wieder ohne jede Funktion. Das mal ausloggen. Ist nett. Es ist Nacht und dein E ist ohne Funktion. Ja, das ist fantastisch, ne? Ja, na, ich weiß gar nicht wohin mit so viel Glück. Ach ja. Da hinten ist... Ich werde mal gucken. Ja, oder komme ich nach der Folgenpause wieder rein? Nur 4 Minuten. Das trotzdem, auch wenn du nach der Folgenpause wieder reinkommst, darfst du trotzdem mit mir reden. Ja, das erlaube ich dir. Bleib da. Genau, ich höre dir zu. Mir geht jetzt gerade mal ein bisschen Holz hacken noch. Aber es ruckelt schon, der Server ruckelt schon heftig, muss ich zugeben. Der Server oder naja, der Server weniger wahrscheinlich eher dein Programm, weil du die Grafikeinstellung vielleicht einen Ticken zu hoch hast. Ich habe sie jetzt auf Medium. Okay. Das ist jetzt Medium. Das ist jetzt wirklich. Danach kommt Low und dann geht gar nichts mehr. Ja. Also das kann es nicht sein, ne? Ja, also Performance ist auf jeden Fall echt ein Riesenproblem. Thema. Ja. Ja, aber erinnere dich mal an die Anfänge von Ark. Ja. Als das dann ganz am Anfang, als das im Early Access kam, was war das für eine. Für ein Chaos? Da? Ja. Trotzdem ist das leicht anstrengend. Wenn das hier ein Ruckelkino wird. Umso mehr wir bauen, umso ruckeliger wird es. Und das geht ja nicht, ne? Ja, wahrscheinlich. Wenn du die Bude richtig schön voll baust, dann hast du. Naja, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Wir haben ja noch Zeit. Wir können uns das mal angucken, wie sich das ergibt. Ich dachte, hier findet man auch mal ein paar dickere Bäume, aber so massig dicke Bäume sind hier nicht, ne? Nee, das ist alles nur so, also zumindest in der Gegend. Wir sind das alles nur so. Aber wir haben überhaupt Holz, ne? Ja, das ist natürlich das Wichtigste, das ist ja klar. Wir müssen mal nochmal, was ich nochmal aufstellen möchte, ist diese komischen Fallen, weil ich möchte mal wissen, wie das aussieht, wenn sich da drin ein Tier verfängt. Okay, ja, kannst ja mal eine aufstellen, irgendwie in der Nähe vom Haus und dann aber mal gucken, wie sich das dann darstellt. Ab und zu hoppeln ja Hasen da lang, ne? Und in die große Wüste wollte ich mit dir noch. In die große Wüste wollte ich mit dir noch. So, ja, auf das Pferd. Ja, siehste, der Kaktus in selbiger, ne? Ja, genau. Ein bisschen Holz habe ich. Nur hier, ein bisschen schneller hier. Ahorte hü. Mein Pferd ist schon Level 4. Das ist doch gut. Ja, dann hat es ja richtig. Ja, gut. Sehr musst schön. Du heute schon schuften, ne? So, Holz geholt. Dann schmeiße ich das nochmal in die Plankenwerkstatt. Zumindest ein Teil davon. Alter, Geruckel. Ich glaube, wir müssen die tatsächlich wieder ausmachen, die Fackeln. Okay, ja, gut. Ja, das bringt's nicht, ne? Ja, nee, wenn wir die, im Zweifelsfall hauen wir die Fackeln weg und wir haben ja jetzt die Betten und dann müssen wir mal gucken, ob man da schlafen kann oder. Aber ich hab gerade, das ist doch gerade Nacht, oder nicht? 1.05 Uhr ist doch Nacht, ne? Ja, könnt ihr jetzt gerade mal testen. Wir werden das gerade mal testen, aber ich wollte noch ein paar. Ich hab noch ein paar Planken angeschmissen. Nee, da würde ich ganz gerne.
dann lieber mal mit einer Dingsfackel herumlaufen, ne? Nee, du... Ja, aber nee, das ist auch, das ist noch schlimmer. Delete lock doorway cancel. Nee, du kannst nichts machen. Du kannst nichts. E to interact. Spawn point is used by someone. Dann nimm das andere. Steht ja die ganze Zeit. Ja, egal. Gut, die Folge ist eh vorbei. Ich werde ja sehen, wenn ich sterbe, wo ich lande. Ein bisschen was haben wir geschafft. Ein bisschen was haben wir noch vor. Der Olli war heute richtig fleißig. Im Sinne von Werkbänke bauen und Betten bauen. Das hatte er sich ja letzte Folge vorgenommen. Das hat er auch geschafft. Jetzt habe ich dir... Das habe ich geschafft, nur jetzt will ich natürlich auch noch Glas machen. Aber das muss ich dann... Guck ich mir in der nächsten Folge an. Das machen wir. Und jetzt gucken wir gleich mal in der Folgenpause, wie das aussieht mit dem Discord. Denn das ist eine Katastrophe. Eine richtige Katastrophe. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss. Und bye bye.